jetzt insgesamt 6 bis 7 Kilo. Das riecht wirklich krass hier in diesem Auto gerade. Und ich kenne keinen Dealer, Digga, der mehrere Kilos verkauft, der selber in seinem Auto durch die Gegend fährt mit Weed, was nicht Vakuum verpackt ist. Unglaubwürdig, das, was ich gerade sehe. Vor allem der 26-jährige Dealer aus der Doku, der unter dem Pseudonym Banks bekannt ist, sorgt für Aufsehen. Wir haben dieses Video ausgewertet und haben dann relativ schnell gemerkt, dass es sich um Örtlichkeiten, die man in diesem Film sieht, um Gießener Örtlichkeiten handelt. Im Übrigen war der Mann zwar maskiert, aber die Augenpartie war zu erkennen, auch die Hände. Das alles hat uns auch neben dem Fahrzeug, was gezeigt worden ist, eine Reihe von Ermittlungsansätzen geliefert. Und so ist es uns dann auch zeitnah gelungen, diesen Mann zu identifizieren. Ja, der ist jetzt von der Polizei erwischt worden in Gießen. Im Gefängnis sitzen nur Idioten. Wenn man das professionell angeht, kann da nicht viel schief gehen. Im Gefängnis sitzen nur Idioten. Hallo Leute, heute treffen wir jemanden ganz Besonderen, und zwar einen Whistleblower. Jemand, der ein bisschen aufdecken will, was für krasse Dinge alles in dem Cannabishandel stattfinden. Also hier geht es um gestrecktes Gras und um Gewalt. No. Weil man denkt ja normalerweise immer so, dass der Cannabishandel überhaupt gar nicht mit sowas verbunden ist. Und ja, vielleicht kommt euch das bekannt vor, es gab schon eine Weiß-Doku, auch mit diesem Whistleblower. Genau, und wir sollen ihn hier irgendwo in der Tiefgarage treffen. Mal schauen, wo er ist. Wo könnt ihr denn zeigen? Ah, da ist er. Willkommen. Guten Tag. Du bist der, mit dem wir uns treffen. Oder bist du eine, irgendeine random Person, der mit so einer Maske rumläuft? So, also Mr. Banks, du wurdest ja auch schon von Weiß interviewt, und es ist ja dann so gelaufen, dass du, zumindest wurde es so berichtet, dass du auch unter anderem wegen der Doku dann geschnappt wurdest sozusagen, oder wie war das da genau? Ja, nur wegen der Dokumentation. Also es gab mehrere Gründe, es gab ein paar Leute, die, also genau weiß ich es auch nicht, auf jeden Fall gab es ein paar Leute, die eben bei der Kriminalpolizei gesagt haben, sie haben mich erkannt, meine Stimme und so weiter. Dann gab es Ermittlungen. Ich wurde 6 Monate observiert. Und irgendwann gab es dann die Festnahme. Also erstmal coole neue Maske. Dankeschön. Genau, du wurdest verhaftet. Wie lief das ab? Da kam ein Polizeibeamter zu dir und hat gesagt, kommen Sie bitte mit, oder? Genau, einmal bitte mit auf die Wache kommen. Ja, nee, genau. Spaß, also ich habe 10 Mann, glaube ich. Also von allen möglichen Richtungen kamen Autos, also Zivilautos. Aus dem Gebüsch kam einer, hinterm Haus kam einer, aus dem Fenster hat noch einer geguckt. Also, aus dem Fenster jetzt auch? Es war so, wie man sich das im Film halt vorstellt. Und dann haben die dich zu Boden gedrückt? Ja, ich musste erstmal eine Zeit lang auf dem Boden liegen und dann noch eine Zeit lang eben ohne Schuhe und so weiter so an der Wand stehen, halt mit Handschellen noch. Und das hat ein bisschen gedauert, bis die Staatsanwaltschaft gekommen ist. Deswegen hat das noch mal eine Dreiviertelstunde gedauert, und dann sind wir eben zusammen rein. Ich durfte zum Glück meinen Hund noch einen Maulkorb anziehen, und also damit er nicht erschossen wird, wenn die also reingehen. Weil ich wurde ja gerade draußen am Auto festgenommen, und meinen Hund hatte ich schon reingebracht. Also ich wollte eigentlich nur noch mal kurz zum Auto gehen, was holen. Okay. Und in der Sekunde halt. Also mein erster Gedanke bei der Festnahme war auch nicht, scheiße, ich werde festgenommen, sondern entspannt euch mal, weil schon ein bisschen übertrieben war natürlich. Okay, also du wurdest verhaftet, aber jetzt bist du ja wieder auf freiem Fuß. Genau. Kannst du mal erzählen, wie es dann weiterging? Ja, das war ein Hin und Her. Also ich saß knapp einen Monat in Untersuchungshaft in der JVA Butzbach. Dann kann man so einen Haftprüfungstermin machen. Im Haftprüfungstermin wird quasi nochmal vom Haftrichter geprüft, ob die 3 Voraussetzungen gegeben sind, die man für eine Untersuchungshaft haben muss. Also entweder also eine von denen oder alle. Verdunklungsgefahr, Fluchtgefahr und was war das dritte? Wiederholungsgefahr, genau. Mir wurde im Haftbefehl vorgeworfen, ich glaube sogar alle 3, also Wiederholungsgefahr, also die haben reingeschrieben, ich wäre quasi ein Junkie, der im Drogenmilieu aus bekannten Fällen würde man daraus schließen, dass die Chance hoch ist, dass er wieder solche Taten begeht. Dabei habe ich ja die Verhaftung
willentlich in Kauf genommen, ja, wozu wir nochmal später kommen können. Und mir wurde eben unterstellt, ich wäre koksabhängig, amphetaminabhängig und so weiter. Obwohl dann im Drogentest ergeben hat, dass gar nichts in meinem Blut war. Und ich habe auch, also kann ich ja jetzt so sagen, noch nie mit anderen Substanzen außer Cannabis was am Hut gehabt. Also weder Konsum noch Verkauf. Ja genau, bei der Haftprüfung bin ich dann erstmal auf freien Fuß gesetzt worden vom Haftrichter. Der Haftbefehl wurde außer Vollzug gesetzt. Das bedeutet, dass man zum Beispiel mit einer Meldeauflage oder einer Kaution bis zur Verhandlung auf freien Fuß kommt. Ich hatte eine dreifache Meldeauflage, also dreimal die Woche zur Polizei gehen, sich melden. Wurde dann erneut festgenommen nach, ich glaube, 2 Wochen oder so, weil die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt hat. Wieder eine Nacht bei der Polizei, am nächsten Tag wieder vom Haftrichter, der hat aber entschieden, der Haftbefehl wird komplett aufgehoben. Wieder auf freiem Fuß und kurze Zeit später, Überraschung, dritte Verhaftung und dann auch wieder in Untersuchungshaft. Man denkt, man macht sich eher Sorgen darum, ja, was mit meiner Freundin, was mit meiner Familie. Ja. Die hat es, glaube ich, noch mehr mitgenommen wie mich selbst. Ja. Also meine Freundin wurde auch noch mit verhaftet, also ja, aus welchen Gründen auch immer. Ich vermute einfach nur, um noch mehr psychischen Druck auf mich auf mich aufzubauen. Und dann hast du natürlich auch noch das Problem, du hast keinen Kontakt. Also wenn du zu einer Mitangeklagten darfst du keinen Kontakt aufbauen. Ja. Also sie durfte mich nicht besuchen, ich durfte ihr keine Briefe schreiben, beziehungsweise ja, nur mit staatsanwaltlicher Kontrolle. Das heißt, die kommen dann Wochen später erst an. Das heißt, dass ja einfach nur extrem viel Willkür im Spiel. Einfach random deine Freundin verhaften, einfach random die irgendwelche Konsumsachen unterstellen, obwohl du nichts damit zu tun hattest und die keine Anhaltspunkte haben. Ja, das sind noch so Sachen, die, wie soll ich sagen, gang und gäbe sind, einfach ja, mehr auf die Person Druck aufzubauen. Ja. Was bei mir halt ungewöhnlich war, war das mit den auf freien Fuß, wieder in Haft, wieder auf freien Fuß. Also dieses, ja. Es gab insgesamt 9 Gerichtsbeschlüsse jetzt in, ich weiß nicht, in vielleicht 10, 11 Wochen oder so. Ja, krass. An denen insgesamt, ich glaube, 11 Richter beteiligt waren. Ja. Also, wie krass ist das denn? Selbst Mitarbeiter in der JVA haben gesagt, die spinnen so nach dem Motto, ja, weil sowas haben die auch nach 20 Jahren Berufserfahrung ja, noch nicht mitbekommen, dass ja, so ein Aufwand dahinter ist. Ja. Du bist ja hier wegen der Weiß-Doku und da hast genau, du ja den berühmten Satz gesagt, dass eigentlich nur die dummen Leute in den Knast kommen. Ja, nur Idioten kommen in den Knast. Ja, genau. Das waren sogar die letzten Worte, die mir die Beamten von der JVA noch hinterhergerufen haben. Herr Pünktchen, Pünktchen, ich habe jetzt fast meinen Namen gesagt. Denken Sie dran, nur Idioten kommen in den Knast. Ja. Da muss ich auch kurz schmunzeln. Ja, ja. Früher sind die Leute in den Krieg gezogen und sind sinnlosen Tod gestorben, nur mit dem Gedanken, vielleicht etwas Gutes zu tun. Und ich denke, mit der Dokumentation habe ich einen Teil dazu beigetragen, die Öffentlichkeit und die Politik darüber aufzuklären. Leider ist zwar nicht viel passiert, aber meine persönlichen Risiken habe ich in Kauf genommen. Das Einzige, wo ich so ein bisschen im Zwiespalt stehe, ist, dass ich damit auch meine Familie und meine Freundin belastet habe, sehr. Ja. Aber mein persönlichen Schicksal quasi, das war ja klar, dass die danach mich observieren ja, werden. Und ja, ich hätte ja auch einfach die Dokumentation an einer anderen Stadt drehen können, noch Handschuhe anziehen, Stimme verstellen lassen, mhm, vielleicht noch eine Sonnenbrille oder gefärbte Kontaktlinsen oder so, dann hätte es keinen Anhaltspunkt gegeben, ja, dass man mich hätte finden können. Ja. Aber ich habe mir einfach gedacht, ich mache es real und stelle mich dem Schicksal. Und ja, ein Verfahren habe ich mir nicht unbedingt erhofft, aber ich habe mir gedacht, das Schicksal entscheidet, ob ich ein ja, Verfahren bekomme. Weil es hat zwar Nachteile, jetzt dieses Verfahren, aber es hat auch Vorteile. Ja. Ich habe jetzt die Möglichkeit, nach Erschöpfung des Rechtswegs auch eine Verfassungsklage einreichen zu können. Ja. Also du willst sozusagen wirklich zur Not mit deiner Verhandlung bis vor das Bundesverfassungsgericht, um die Legitimität des Cannabisverbots anzuzweifeln, ja, so ähnlich wie Richter Müller? Ja, nicht nur zur Not, sondern auf jeden Fall. Also selbst wenn ich eine Strafe bekommen würde, die gering ist, würde ich trotzdem vor das Bundesverfassungsgericht gehen, aus Prinzip.
ich habe ja auch selbst Rechtswissenschaft ein bisschen studiert und bin damals eben auch auf dieses Thema gekommen. Mir ist eben aufgefallen, dass das Verbot von Cannabis verfassungswidrig ist. Du bist ja jetzt schon aufgeflogen, aber bist trotzdem noch maskiert hier. Was hat es damit auf sich? Ja, also wenn es nur um die Polizei gegangen wäre, dann hätte ich die Dokumentation auch ohne Maske gedreht. Obwohl dann vielleicht die journalistischen Grundsätze hätte vielleicht weiß dran gezweifelt, ob das alles echt ist. Ja. Aber an sich hätte ich es so gemacht, weil ich das Verfahren eh in Kauf genommen habe. Ja. Die Gefahr geht eher von bestimmten Gruppierungen aus, die jetzt weniger Geld verdienen. Also bestimmte Kartelle und andere Gruppierungen, die ich jetzt nicht benennen will, die verdienen Milliarden im Jahr damit. Kannst du sagen, was haben die bereits gegen dich in der Hand? Die Ermittlungen laufen. Ja. Also, sie haben mich ein halbes Jahr observiert. Da werden die das Einzige, was die dort mitbekommen haben, ist eben eine kleine Plantage. Das war der Punkt, der nicht so ganz geplant war von mir. Ist natürlich dumm, wenn die Chance extrem hoch ist, dass man gerade observiert wird, ein bisschen was anzubauen. Mhm. Aber das habe ich auch schon vor Gericht gesagt, deswegen kann ich mich da auch jetzt zu äußern. Im privaten Umfeld hatte ich eine Person, die Krebs hatte und ich habe mich dann auch diesem Risiko bewusst gestellt, um eben dieser Person, die mir sehr nahe steht, Öl herzustellen. Also da braucht man eine ziemlich große Menge für. Ja. Deswegen habe ich auch eine ziemlich potente medizinische Sorte angebaut aus den USA. Ja, dieses Rick Simpson Öl, kennst du das? Ja. Also die Plantage war eigentlich nur so ein kleiner Unterpunkt in der Anklage. Fast alles, also nicht in der Anklage, die kommt ja noch, also im Haftbefehl. Also hat sich alles auf die Doku zurückführen lassen. Ja. Also die haben mich ein halbes Jahr observiert und gemerkt, okay, der verkauft nichts. Und dann bei der Plantage zugeschlagen, dass man eben eine Kombination hat, weil rein die Dokumentation ist strafrechtlich irrelevant, weil es unter der künstlerischen Freiheit noch gedeckt. Also ich meine, jeder Rapper macht Videos, wo er ähnliche Sachen macht, nur halt nicht so real. Jetzt hat das Ganze natürlich zwei Seiten. Einerseits hast du jetzt quasi in der Weiß-Doku aus der Sicht eines Dealers berichtet, was da alles so für shady shit abläuft im Business. Und jetzt ist es natürlich gut, wenn das Ganze nur sozusagen ein Kunstprojekt war in dieser Doku. Aber dann nimmt das auch irgendwie ein bisschen die Legitimität von dem, was du sagen wolltest, weil dann kann man ja sagen, ja, du hast ja eigentlich im Endeffekt ja nur Bullshit geredet und es gibt gar kein Problem. Oder wie tust du die zwei Sachen abwägen? Ja, das ist natürlich wie so ein, wie man auf so ein Drahtseilakt. Genau, das Wort habe ich gerade gesucht. Aber es geht mir nicht um Realness oder so. Ich denke mal, die Menschen haben genug Fantasie dazu. Vor Gericht zählen nur Beweise und ich appelliere da an die Fantasie der Zuschauer. Ja, du warst ja in dieser Weiß-Doku, um auf Missstände im Cannabis-Schwarzmarkt aufmerksam zu machen, hauptsächlich eben auch darauf, dass Cannabis mit synthetischen Cannabinoiden gestreckt ist. Aber ich dachte mir bei der Doku, ja, im Grunde kannst du das ja einfach sagen. Was ist der Beweis in deinen Augen oder wie kannst du es beweisen, dass das sehr viel stattfindet? Der Cannabis-Markt ist nun mal in der Hand von Kriminellen und das oberste Ziel von Kriminellen ist natürlich Geld zu verdienen und mit saurem Cannabis kann man kein Geld mehr verdienen, weil kaum noch. Also die Leute, die hier große Mengen, also tonnenweise das nach Deutschland importieren, die wollen den Markt bedienen und möglichst hohe Preise erzielen. Der Markt ist nun mal so, jeder schreit hier, ich will Haze, ich will Amnesia, was weiß ich. Baba Hayes haben und das Giftgrüne, was wegklatscht. Das Problem ist nur, dass genau dieses Gras, was man aus Holland kennt, aus dem Coffeeshop, dass genau das eben eine sehr lange Anbauzeit braucht und deshalb pro Tag, die Plantage läuft, einen sehr geringen Ertrag hat. Deswegen ergibt es gar keinen Sinn, sowas anzubauen, aus ökonomischer Sicht. Zweites, mittlerweile, also wenn einer im Game anfängt, damit synthetisches Gras zu verkaufen oder zumindest Gras, was
optimiert wurde, also noch ein bisschen verstärkt wurde durch synthetische Cannabinoide, dann müssen die anderen mitziehen, die anderen Kartelle und die anderen Gruppierungen, um eben mithalten zu können. Weil wenn einmal die Leute nach synthetischen Cannabinoiden oder solches Gras gewöhnt sind, mhm, und du kommst dann mit sauberem Cannabis, dann kann das auch noch so Gutes sein. Dann kommen die Leute dir mit so, ah, das ist doch homegrown oder ja, das ist schlecht, das ballert nicht. Obwohl man eigentlich was Gutes hat. Selbst aus strafrechtlicher Sicht wird man weniger bestraft, wenn man CBD-Gras mit einem Chemie-Cocktail verkauft, was 1000-mal so hohes Gesundheitsrisiko darstellt wie sauberes Cannabis, wie wenn man Cannabis mit echtem THC verkauft. Hattest du aber selbst schon viel mit synthetischem Cannabis zu tun? Ich habe konsumiert, ein paar Mal aus Versehen. Habe ich dann direkt nach ein, zwei Zügen gemerkt, okay, das ballert zu krass. Und, also könntest du sagen, woran das ein Zuschauer vielleicht erkennen könnte? Ja, durch die Wirkung. Und generell kauft kein Haze am besten. Haze in Deutschland, wie schon gesagt, aus ökonomischer Sicht, wenn jemand kennt, der es vielleicht selbst anbaut, okay, aber ansonsten zu 90% scheiße. Selbst wenn es kein chemisch gestrecktes Haze ist, dann irgendwie anders optimiert. Also es gibt ja auch Mittel, die das Gras heller machen, damit es eben dieses Giftgrüne hat. Es werden auch Klebstoffe mit reingemacht, um das Harz zu imitieren. Duftstoffe, das ist das Einzige, was noch einigermaßen harmlos ist, also Terpene. Damals beim Doku-Dreh hatte Weiß schon beim BKA angefragt. Die wollten eigentlich ein Interview machen, was sie wegen Corona aber abgesagt haben. Die haben damals schon, das ist schon vor einem Jahr gewesen, haben die schon bestätigt, dass das ein zunehmendes Problem ist. Also es führt zu Herzrasen, zu aggressivem Verhalten, Ohnmacht, ich weiß nicht mehr, was alles dran stand. Kann auch zu auch zum Tod führen. Ich denke mal, das Gefährlichste sind die Langzeitfolgen nach dauerhaftem Konsum. Da gibt es auch ein Labor, das hat dazu ein Video gemacht. Synthetische Cannabinoide sind hochpotent, das heißt schon bei niedriger Dosis wirken sie sehr stark. Das nächste Problem ist, dass die Wirkstoffmenge unkalkulierbar ist. Das liegt daran, dass der Wirkstoff nicht gleichmäßig auf dem Pflanzenmaterial, auf dem getrockneten Pflanzenmaterial verteilt ist. Und an einzelnen Stellen oder am Rest in dem Tütchen, in dem das verpackt ist, ist dann eben mehr Wirkstoff enthalten. Die Situation hier ist noch unklar. Wir haben uns im letzten Jahr insbesondere eine Substanz genauer angeschaut, das MDMB-4EN-Pinaka, und haben gesehen, dass hier ein sehr starker Anstieg zu verzeichnen ist. Synthetische Cannabinoide sind relativ schwer nachzuweisen. Sogenannte Point-of-Care-Teste, Schnellteste, die vor Ort durchgeführt werden können. Hier gibt es keine sicheren Methoden. Wir im Labor hier in Geesthacht setzen die hochauflösende Massenspektrometrie ein, um entweder in Anhaftung von Stoffproben oder Blut- und Urinproben die synthetischen Cannabinoide nachzuweisen. Sogar die Bundesdrogenbeauftragte hat sich ja dann auf den öffentlichen Druck hin dazu verleiten lassen, auch eine Warnung über eine Pressemitteilung herauszugeben. Über das synthetische Cannabis? Genau, über synthetisch gestrecktes Cannabis. Die Beschreibung des Problems ist denen eigentlich ganz gut gelungen, nur die Schlussfolgerung leider nicht. Also da hat es ein bisschen am logischen Verständnis des Problems gehapert. Ja, also Schlussfolgerung die hat Schlussfolgerung. Bestimmt jeder Zuschauer hier bestimmt schon geahnt, aber ist natürlich die Legalisierung von DMT. Weil wenn die Leute das nehmen, dann checken sie, dass man Cannabis legalisieren muss. Ja, über den indirekten Weg. Ne? Ja, genau. Ich würde gerne der Bundesdrogenbeauftragten einfach mal einen Grundkurs Logik aus dem Philosophieband per Post schicken, aber ich glaube, es ist zu provokativ. Hier ein kurzer Hinweis, Leute. Es gibt eine sehr prominente Story mit synthetischem Cannabis. Googelt hierfür einfach mal Wolfratshausen Kekse. Da sieht man, wie das Ganze eskalieren kann. Und das Krasse ist, ich kenne die Leute hinter dieser Story und da wird es auch bald ein Interview hier auf diesem Kanal geben. Auf Kabal meine ich. Da werden die Details dazu veröffentlicht werden und
die Story, die ist richtig krass. Du hast aber auch jetzt nicht so eine, irgendwie eine Einschätzung, wie viel Gras gestreckt ist, also ob das jetzt 50% sind oder 80. Also wie viel gestreckt ist, kann ich definitiv sagen. Aber ich kann nicht sagen, wie viel davon mit synthetischen Cannabinoiden gestreckt ist. Okay, wie viel also, ist gestreckt? Wenn du irgendwo Haze kaufst, also was als Haze verkauft wird, dann stimmen die 90%. 90% gestreckt? Safe, ja. Also es ist fast unmöglich, sauberes Haze zu kaufen. Ich habe mich auch mal mit holländischen Lieferanten unterhalten und habe denen gesagt, ja, hier in Deutschland ist ein Riesenproblem mit synthetischen Cannabinoiden. Der ganze Markt ist damit geflutet, weil ich gedacht habe, die Holländer sind die Lösung, aber er meinte dann auch, ja, es kommt so aus Holland, also es wird nicht in Deutschland gemacht. Es sei denn, die aus, halt, aus Spanien importieren zum Beispiel, die strecken dann selbst hier. Oder die hier selbst Plantagen haben, die strecken es dann. Aber die Holländer haben nur eine bessere Qualität dadurch, dass sie viel professioneller strecken. Also so jedes Kartell oder jede Gruppierung hat so, wie soll ich sagen, wie so ein eigenes Rezept. Hattest du selbst schon viel zu tun gehabt mit Gewalt im Cannabis-Business? Also ich persönlich habe noch nie Gewalt angewendet. Ich bin absoluter Pazifist, aber wenn man in solchen Kreisen unterwegs ist, wird einem schon das eine oder andere Mal natürlich mal ein Messer an den Hals gehalten oder Drohungen ausgesprochen. Ich habe auch schon mal gehört, dass es Pläne gab, mich bewaffnet zu überfallen, also zu rippen. Wie geht man mit so einer Situation um, wenn man ein Messer an den Hals gehalten bekommt? Da habe ich den Vorteil, dass ich ein sehr ruhiger Mensch bin. Also mein Puls bleibt auch da relativ gleich. Und das wirkt dann natürlich auch beruhigend auf die aggressive Person. Also 2-3 Minuten später saßen wir wieder da, haben Tee getrunken und alles war gut. Hat sich dein soziales Umfeld irgendwie seit der Verhaftung verändert? Haben sich Leute von dir abgewandt? Ja, mein Freundeskreis hat sich ein bisschen gesäubert, also wird ein bisschen kleiner auf jeden Fall. Man merkt jetzt, wer sind wirkliche Freunde, wer nicht. Also ich bin sehr froh, meine Familie steht komplett hinter mir, obwohl die sehr konservativ ist und mit sowas noch nie zu tun gehabt hatte. Meine Freundin steht auch komplett hinter mir. Obwohl, wo ich rauskam, hat die Kripo schon so Fragen gestellt wie, ja, ihre Freundin oder besser gesagt ihre Ex-Freundin, aber nein, sie bleibt bei mir und sie wäre auch nach mehreren Jahren bei mir geblieben. Also wenn du mehrere Jahre in Haft kommen würdest, meinst du jetzt? Ja, also im Knast redet dir jeder ein, ach, wenn du ein Brett bekommst mit 4-5 Jahren, dann ist deine Freundin weg, aber ich glaube, meine wäre trotzdem noch da. Das und ist auf jeden Fall sehr gut. Wärst du noch da nach mehreren Jahren? Klar wäre ich noch da. So ein Ding müssten sie sich echt mal eine JV Wutzbach anschaffen. Die Jungs würden sich freuen. Ja, wie kommt das, wie kommt es dazu, dass ein Gefängnis sich Dinge anschafft oder nicht? Das frage ich mich, wie das überhaupt stattfindet. Das weiß ich nicht genau. So quasi gibt es dann so, keine Ahnung, wenn jetzt zum Beispiel das Gefängnis neue Herdplatte ist, ist es dann so, dass die Gefangenen dann so sagen, so, na hören Sie mal, wir können doch nicht mit dieser Herdplatte länger leben, das Essen verbrannt dann so. Also was ich dir sagen kann, also die Herdplatten, also jeder hat eine eigene Herdplatte, die kannst du dir kaufen, sogar einen Einkauf. Also echt? Du kannst quasi auch wie shoppen im Knast, also du hast so eine Liste bekommst und dann kannst du jede 2 Wochen oder so, hast du so eine Liste. Also ich kann dir alles aus Süßigkeiten und so kaufen. Und du hast schon Luxus, wenn du Geld hast, aber wenn du in der Strafhaft bist, hast du halt so eine Begrenzung, das glaube ich, ich weiß nicht, 70 Euro im Monat oder so. Okay, aber was ist da noch alles so drauf? Sind da irgendwelche ausgefallen? So, weißt du, eine Playstation wirst du dir wahrscheinlich nicht kaufen können, aber was ist das teuerste auf der Liste so? Weißt du das? Das weiß ich gar nicht genau. Ja, Fernseher? Fernsehen kann man haben, ja. Kannst du die mieten. Okay, aber der ist nicht standardmäßig dabei. Nee, den kannst du nicht mieten, aber den hat so gut wie jeder, weil ohne Fernseher. Was willst du machen? Das ist ja schon krass. Gibt es da auch so Upgrades, kann man da so quasi, wenn man so viel zahlt, gibt es einen 60 Zoll Flachbildschirm und wenn man so viel zahlt, dann kriegst du nur so einen Röhrenfernseher? Nee, das sind immer so groß, so kleiner. Okay. Das ist nicht der komplette Schrott, aber das ist in Ordnung. Und kriegst du wahrscheinlich auch Sky und alle Sender rein? Nee, da ist so ein
vorgefertigte Senderauswahl, das ist jetzt Sky oder so natürlich nicht. Und aber Netflix auch nicht, ja. Netflix leider auch nicht, ne? Das wäre krass, YouTube ey. YouTube auch nicht. Dann wäre es gar nicht so schlimm. Was mich noch interessieren würde, der Pfandler hat ja gesagt, im Endeffekt ist es so, dass viele Dealer das Ganze auf die Drogen schieben müssen, damit sie eine bessere Strafe bekommen. Hast du da schon Pläne oder sowas, so, so quasi, wirst du, oder kannst du es beantworten, wirst du süchtig sein oder nicht? Nee, ich habe alles bei klarem Bewusstsein, also ich habe zwar gekifft, aber das hat, meine Entscheidungsfähigkeit nicht beeinträchtigt. Okay. Ich werde dazu stehen, zu meiner Entscheidung, da stehe ich auch jetzt noch zu. Okay, das heißt, du nimmst sozusagen... Recht dogmatisch etwas falsch gemacht, aber wenn man es jetzt auf das einfache Recht bezieht, ich habe es aber zum Schutz des gesamten Rechtssystems gemacht und das ist eine moralische Verpflichtung, beziehungsweise, ich würde sagen schon, politische Verantwortung, die ich quasi von, weil die Politik diese Verantwortung nicht gezeigt hat, habe ich es eben selbst übernommen. Ja, aber würdest du sozusagen sagen, du nimmst jetzt quasi theoretisch eine härtere Strafe im Kauf aus politischer Aktion sozusagen? Ja, definitiv. Ja, nice. Ja, nehmen wir an, du wirst wirklich freigesprochen. Was ist dann dein Plan für die Zukunft? Hast du da was? Also das tue ich auch schon parallel jetzt während dem Verfahren vorantreiben. Ich habe ja auch vor, noch ein paar Videos auf YouTube zu machen und mein eigentlicher Plan war, also ist jetzt mit der Doku und so, das war eher so ein Side-Project, sag ich mal. Mhm. Ich habe eigentlich noch ein anderes Thema, wo ich schon viel länger, also schon seit mehreren Jahren dran bin, Thema Datenschutz, und da habe ich ein Startup auch gegründet. Bin da aber jetzt leider natürlich, also Unternehmensräume sind weg, alles, also wurde noch ein Siegel dran und so weiter. Und jetzt, wie gesagt, ich habe halt nichts mehr, ich starte jetzt von null, aber auch wenn man fällt, man kann immer wieder aufstehen. Was ist deine Meinung zur aktuellen Corona-Politik? Zur aktuellen Corona-Politik? Also, ich beziehe es jetzt mal auf unser Thema. Ich finde es irgendwie traurig, dass der Staat anscheinend sehr handlungsfähig ist und, wie soll ich sagen, bei Corona schon, würde ich sagen, sogar überreagiert. Und dezent überreagiert, aber in Gefahren, die auch Millionen von Bürger betreffen, wo auch viele Menschen dran sterben, wird gar nichts gemacht. Ja, aber das finde ich sehr komisch. Aber das Ding ist, man könnte das ja auch als eine Überreaktion in Sachen Cannabis beschreiben. Also die Verhältnismäßigkeit ist nicht mehr gewahrt. Also ich finde, also das Ding ist, ich bin ja, was das Thema angeht, sehr skeptisch mit den ganzen Maßnahmen und ich sehe da ultra viel Parallelen zu dem ganzen Drogendings. Ja. Die Leute sagen dann sowas wie, nein, das ist überhaupt keine Parallele, weil Drogenkonsumenten schaden nur sich selber. Also es ist richtig, es ist ein Unterschied, dass bei dem Virus vielleicht da eher sozusagen die Komponente, dass man andere schadet, ins Spiel kommt. Aber so quasi dieses Gefühl von wegen so, irgendwie wird hier mit Pistolen auf Spatzen geschossen, das habe ich da auch voll so. So dass man nie irgendwelche richtigen Testkonzepte oder sowas eingeführt hat, sondern einfach so, alles schließen geht. Und bei Weed das Äquivalent ist, alles verboten. Nicht irgendwie so, kann man da so einen sinnvollen Zwischenweg finden. Das fehlt mir bei beiden. Und ich habe das Gefühl, dass ich halt eben bei diesen Covid-Dings eben genauso skeptisch bin, weil ich habe das Gefühl, dass meine Radare dass meine Radare anders Intuition sagt ja einfach, dass irgendwas nicht stimmt. Ja, nee, meine Radare sind anders geerdet. Nee, wie sagt man, wenn man das einfach einstellt? Meine Radare sind anders gepolt. Ja. Jetzt kommt es mir schon so vor, als würde die Gesellschaft so ein bisschen durchdrehen, was das angeht. Vor allem in Deutschland, da haben wir, ich finde, in Deutschland hat es so ein bisschen auch so die 31er-Mentalität, muss ich sagen. Wen wirst du jetzt bei der Bundestagswahl wählen? Also man könnte jetzt meinen, okay, der ist ein Verfechter der Legalisierung, der wählt jetzt die Linke oder die Grüne. Mhm. Ist aber nicht der Fall, weil ich denke, dass die zwar in dem Bereich kompetenter sind, wie die CSU, die CDU, aber in anderen Bereichen, wie Sicherheitspolitik beispielsweise, nicht sonderlich kompetent sind, sondern auch in der Wirtschaftspolitik. Deswegen
Vom Gesamtpaket tendiere ich aktuell zur FDP. Mhm. Aber ich will jetzt auch keine Wahlwerbung machen. Mhm. Das ist meine persönliche, mein persönliches Gefühl schon fast. Weil du kannst ja nicht aus einem kurzen Parteiprogramm oder aus ein paar Wahlinterviews, kannst jetzt nicht wirklich eine kompetente entscheiden, ja. Die Partei ist jetzt die Kompetenz und die nicht. Also ja. Ja, auf jeden Fall herzlichen Dank, dass du dich bereit erklärt hast zum Interview und dass wir vieles lernen durften. Und ja, an die Zuschauer danke fürs Zuhören. Check meinen Shop aus und die Videobeschreibung, du hast ja gesagt, du wirst in Zukunft einen YouTube-Kanal oder sowas aufmachen, genau, und dann wird das verlinkt sein, sobald es verfügbar ist. Bis zum nächsten Video. Abonniert diesen Kabal. Ciao.